Hallo in unserer Manufaktur. Wie versprochen, zeigen wir euch jetzt anhand einer Ochsbacke, wie wir bei uns im Restaurant und auch in der Manufaktur Schmorgerichte herstellen. Wichtig bei der ganzen Angelegenheit ist, dass ich ausschließlich beim Schmoren Produkte oder Fleischsorten hernehme, die einen Fett- und Sehnenanteil haben. Das heißt, mageres Fleisch ist hierfür nicht geeignet. Im Beispiel unsere Ochsenbacke, seht ihr, ist das ganze Fett, die ganzen Sehnen sind alle noch mit im Fleisch, am Fleisch enthalten, ja, und geben nachher zum Schluss, wenn sich das aufgelöst hat, bei einer längeren Garzeit, die Saftigkeit. Weil es löst sich auf, die Gelatine der Sehnen und der Knorpel und sowas geht ins Fleisch dann über und gibt dann natürlich die Saftigkeit ab. Unsere klassischen Zutaten für ein Schmorgericht wären, wir haben hier einmal Karotte und Sellerie, braucht auch nicht geschält werden, nur gut abwaschen. Wir haben hier Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, gewaschen, aber nicht geschält. Tomatenmark, dann unsere Ochsenbacke, ein Fond und später einen guten Rotwein. Der erste Arbeitsgang bei Schmorgerichten ist, das gewürzte Fleisch, in unserem Fall die Ochsenbacke, in Öl von allen Seiten gut anzubraten und Röststoffe zu bilden. Brat jetzt unsere Ochsenbacke gleichmäßig schön knusprig von allen Seiten an. Das Anbraten dauert so ca. 5 bis 10 Minuten, weil wir schon gute Reststoffe erreichen möchten. Unsere Ochsenbacke haben wir nur ganz leicht mit Salz und Pfeffer gewürzt. Sonst haben wir von jeglicher Würzung Abstand genommen. Den restlichen Geschmack werden wir nachher über die Soße zuführen. Macht überhaupt nicht, dass das jetzt hier ein bisschen dunkler geworden ist. Das gibt nachher einen guten Geschmack in die Soße. Wie gesagt, keine Angst. Umso mehr Reststoffe wir an dieses Produkt ranbekommen, umso besser schmeckt es auch nachher. Und umso kräftiger geht die Soße. Ich nehme jetzt die Ochsenbacke raus und geben als erstes die Sellerie und die Karotten in unseren Ansatz. Wir werden jetzt das Gemüse schön knusprig anbraten und dann folgt der nächste Arbeitsschritt. Wichtig beim Bratgefäß ist, dass wir eine wirklich große Fläche haben, wo wir gut das Gemüse rösten können. Also ein schmaler, hoher Topf wäre jetzt hier nicht so schön, weil wir kein gutes Ergebnis dadurch erreichen. Beim Soßenansatz, was wir jetzt gerade hier machen, sollte man sich immer genügend Zeit nehmen, weil das entscheidet nachher über eine gute oder eine schlechte Soße. Umso schöner das Gemüse geröstet ist und umso gleichmäßiger, umso schöner wird nachher die Soße. So, Karotte, Sellerie haben wir jetzt eine schöne Bräunung erfahren. Wir gehen jetzt hin und rösten ganz kurz unser Lauch, unsere Zwiebeln und den Knoblauch mit an. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man das wirklich nur ganz kurz macht oder einfach nur hinzugibt, weil wenn die Zwiebeln, der Knoblauch etwas verbrennt, habe ich nachher eine bittere Soße. Das rösten wir jetzt so ungefähr 2 Minuten mit. Den Sellerie und den Karotten haben wir vorher ca. 5 bis 10 Minuten schön braun angebraten. Wir geben jetzt einen kleinen Löffel Tomatenmark dazu und löschen unseren Soßenansatz mit einem guten Rotwein an. Nicht zu viel. Lösen das Paprika Tomatenmark auf und lassen jetzt den Rotwein komplett reduzieren,
Diesen Vorgang wiederholen wir 5 bis 6 Mal. Ich zeige euch gleich noch, was wir haben möchten, aber das sehen wir jetzt nicht. So, der erste Rotwein ist fast verdampft. Wir möchten, ihr seht das hier, diesen Ansatz haben, der sich immer am Pfannenboden unten absetzt. Das ist der Ansatz, der uns nachher den Geschmack gibt. Das heißt, auch wenn der Rotwein schon verkocht ist und nicht mehr vorhanden ist, keine Flüssigkeit mehr in der Pfanne ist, rösten wir immer noch so mal 1 bis 2 Minuten unter ständigen Rühren weiter. Und gießen dann wieder mit einem Schluck Rotwein auf. Diese ganze Prozedur wiederholen wir so 5 bis 6 Mal. So, wir haben jetzt hier bei unserem Ansatz circa eine halbe, dreiviertel Flasche Rotwein in 5 bis 6 Etappen immer reduziert. Und das ist genau das, was wir haben wollten, was wir immer wieder abgelöscht haben. Jetzt nehmen wir unseren Rinderfond und geben den hinzu. Verkochen oder kochen nochmal den Ansatz los. Das dauert jetzt nochmal so 2-3 Minuten. Und dann haben wir den vollen Geschmack. Und ohne Schmoren eines Stückes Fleisch hätten wir jetzt schon eine super Soße. Wichtig ist, Fond haben wir jetzt losgekocht und angesetzt. Wir geben jetzt für die Ochsenbacke ein bisschen Rosmarin dazu. Ja? Und von vornherein eine kleine Prise Salz und auch eine kleine Prise Zucker. Das verstärkt nachher den Geschmack. So. Wir geben den Ansatz jetzt in eine Schale für den Backofen. Setzen die Ochsenbacke hier schön ein. Hier einen Deckel drauf und schieben das Ganze für 2 bis 3 Stunden bei 140 bis 150 Grad Umluft in den Backofen. Als kleiner Tipp bei Schmorgerichten, nehmt bitte Stücke her, die wirklich gut durchwachsen sind. Ochsenbacke, Rehschulter, ein Wildschweinsnacken, eine Wildschweinsschulter oder eine schöne Rinderschulter, ja, ein Schaufelstück. Wichtig bei der Sache bei Schmorgerichten ist, man bekommt alles weich und zart, es liegt immer nur an der Zeit. Wenn ihr mit der Gabel nach, sage ich jetzt mal, 1,5 bis 2 Stunden hier in unsere Ochsenbacke mal reinsticht, sollte diese schon weich sein. Ist sie nicht weich, Deckel drauf und nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Das macht ihr so lange, bis das schöne Stück weich ist. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt Teile, je nach Größe, die einen brauchen 2 Stunden, die anderen brauchen 4 Stunden, die anderen brauchen 5 Stunden. Das ist alles gar kein Problem. Viel Spaß beim Nachkochen.